Hi ihr Lieben, ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, in diesem Video erkläre ich euch die Kirchentonleitern inklusive aller Fingersätze und von einer Position ausgespielt. Jede der Kirchentonleiter hat für mich eine bestimmte Klangfarbe und gibt einer Basslinie einen gewissen Charakter. Probier es einfach selber mal aus, mach den Metronom an, bau dir einen Bassgroove und spiel eine der Kirchentonleitern drüber. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Kirchentonleitern lassen sich eigentlich gut über die C-Dur-Tonleiter erklären. Allerdings sind mir persönlich da drei Punkte immer aufgefallen. Punkt 1, hast du noch nie was von den Kirchentonleitern gehört? Ist dieser Weg nicht so wirklich verständlich? Punkt 2, spielst du es über C-Dur, hört sich auch mal ein Stück weit nach C-Dur an. Punkt 3, um die Kirchentonleitern zu spielen, brauchst du eigentlich nur die Fingersätze. Und über die Fingersätze erklärt sich auch ein Stück weit die Tonleiter. Und wie die gehen, das zeige ich dir jetzt. So ihr Lieben, auf der ersten Stufe finden wir die ionische Tonleiter. Das ist die normale Dur-Tonleiter, die die meisten wahrscheinlich schon kennen. Vom Grundton aus gesehen sehe der Fingersatz folgendermaßen aus. 2, 4, eine Seite höher, 1, 2, 4, wieder eine Seite höher, 1, 3, 4. Auf der zweiten Stufe haben wir die dorische Tonleiter mit einer Moll-Charakteristik und einer erhöhten Sechsten. Der Fingersatz wäre 1, 3, 4, eine Seite höher, 1, 3, eine Seite höher, Lagenwechsel, 1, 2, 4. Auf der dritten Stufe haben wir die phrygische Tonleiter, ebenfalls mit einer Mollcharakteristik und einer kleinen Sekunde. Der Fingersatz wäre 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Auf der vierten Stufe haben wir die lydische Tonleiter mit einer Dur-Charakteristik und einer erhöhten Quarte. Und der Fingersatz wäre 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Musik.
Auf der fünften Stufe haben wir die Dominanttonleiter, die mixolydische Tonleiter. Die hat eine verminderte siebte und der Fingersatz wäre 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Auf der sechsten Stufe haben wir äolisch, auch natürlich Moll genannt. Der Fingersatz ist 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Auf der siebten Stufe haben wir die logrische Tonleiter, ebenfalls mit einer Moll-Charakteristik und einer verminderten Quinte. Der Fingersatz ist 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3. Musik.